Mach doch einen festen Hintergrund. Oder, weiß ich nicht, lass es wenigstens langsamer laufen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja einer meiner Lieblingssprünge. Aber dieses Mal ist er wenigstens dann ohne Trap. Das heißt, er geht noch voll klar. Dankeschön. Bist du gut runtergelaufen? Das ist wieder so ein Sprung, wo man das richtige Line für haben möchte, ja? Ich kann sagen, der einfach nur behindert ist. Ja. Das Problem ist, ich weiß halt immer noch nicht so wirklich, wie das mit dem Line funktioniert. Das halt nur, wenn man gegen Wände springt. Ich kann nochmal hier versuchen. Upp. Dass man dann... Ja, wenn ja die Anzahl der Pixel auf dem Kit steht, sich ändert. Oder auf, ja, ist schwierig zu erklären, natürlich. Ich weiß, was es macht mittlerweile. Das ist schon mal das Wichtige, ja. Okay, danke schön. Speichern. Hier killt mein Magic Player, ja. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich die ganzen Features nochmal sehen. Alter, das ist ja wohl... Oh mein Gott, jetzt muss ich jedes Mal da... Super. Ach, scheiße. Super krass, das Thema. Boah, Alter, auch nicht passiert denn da unten. Ach, was mache ich denn? Warum resette ich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn nochmal den spannenden Dialog hier mit der Ollen anhören darf, ja, komm. Ich meine den Speicherpunkt auch, wobei man kann den Speicherpunkt, er konnte den Speicherpunkt wahrscheinlich da nicht hinsetzen. Da bin ich nicht durchgekommen, weil er es nicht hingekommen hat, dass das ein Dauerzustand ist mit den, mit dem... Das anders. Dauerzustand ist mit dem, was auch immer sie macht. Es gab ja mehrere Effekte, also der schneller machen Effekt ist es schon mal nicht. Höher springen auch nicht. Mach da nicht so große Jump, ach man, ey. Das hat nicht. Das ist... Ich bin dumm. Ja, das ist zu weit rechts gewesen. Ich versuche einfach mal einen festen Punkt zu finden, wo es relativ gut funktioniert. No. Ich muss wirklich relativ weit links sein. Okay. Gut, gut zu know. So, aber nicht. Was würde ich darum geben, einfach wieder den unteren Weg laufen zu dürfen? Das ist doch scheiße. Das war ohne Spaß. Der letzte. Ah, der letzte von Belang.
Alter. Scheiße. I call it Scheiße. Ja. Das ist also der, im Endeffekt ist das halt echt hier. Der Trick ist halt echt, da reinzukommen. Da reinzukommen und dann weiterzukommen. Also, da rein. Das war. Ja. Das ist die große Disziplin. Erstmal in dieses Ding sie reinkommen. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber. Ach man, dieser Hintergrund. Können wir bitte bald wieder aus diesem Schloss hier raus? Und Spaß, ich jetzt. Ich hatte echt lange keine Gegend mehr, wo ich wirklich gesagt habe, boah, hier würde ich gern bleiben. Das ist mal, sieht ganz cool aus. Ist das denn jetzt eigentlich die letzte Welt? Keine motherfucking Ahnung. Gerade, also wie gesagt, ich hoffe es eigentlich. Und ja, ich würde mir halt auch gerne angucken. Ich weiß nicht, ob der Steller, der das Spiel ist halt immer noch das Spiel, also das Ding, sie guckt, die Videos guckt. Ich würde mir auch gerne angucken, was du in I Wanna Rescue sogar 2 gemacht hast. So ist es ja nicht. Wieder der letzte, ich bin wahnsinnig. Aber das hier ist echt. Also ich glaube, wie gesagt, mittlerweile hat das Spiel wirklich alle Sünden durch, die es durchgehen kann. Und auch unabhängig, wie weit das in der Welt an Fortschritt gemacht hat. Alter, ohne Spaß, ich krieg Kopfschmerzen von diesem Hintergrund. Das geht gar nicht. Der Hintergrund ist. Warum denn immer der letzte? Oh, Mann. Der Hintergrund geht halt echt gar nicht klar. Also ganz ehrlich. Und ob das wieder ist so eine Sache, wenn du das Spiel noch testest, das musst du doch sehen, oder? Meine etwas gehört zu haben. Aber anscheinend nicht. Stoss. Und wisst ihr, die 7 Minuten mache ich jetzt hier noch. Und dann werde ich gleich jetzt auch mal eine Pause machen. Nicht weil ich unbedingt müsste oder weil ich nicht mehr so krass Bock habe, aber weil dieser Hintergrund gerade übertrieben die Kopfschmerzen gibt. Das ist nicht mehr feierlich. Nö, natürlich nicht. Warum solltest du auch jemals da springen? Warum auch? Sag mir. Ein Double Jump Refresher? Was ist denn ein Double Jump Refresher? Ich weiß es nicht. Spaß. Das ist echt. Keine Ahnung. Das ist halt wieder so eine Sache, die mehr ablenkt als alles anderes. Als alles andere ist. Nur noch auf diesen Hintergrund. Also, das heißt nur auf diesen Hintergrund angucken, aber das ist halt echt. Wenn du dich versuchst, auf etwas im Vordergrund zu. Also im Vordergrund zu konzentrieren, dann verschwimmt ja der Hintergrund so. Zumindest so ein bisschen. Und wenn er sich dann so schnell bewegt. Alter. Das geht gar nicht klar. Das ist im Endeffekt so wie, so ein bisschen so der Effekt, natürlich nicht so krass. Also ein bisschen wie bei so, so Drehrädern. Also Drehrädern, so. Wir haben die mal früher Kotzmühlen genannt. Das hat auch einen Grund, warum die so hießen. Also die Dinger, die auf fast jedem Spielplatz stehen.
dich halt so reinsetzen kannst und dann dreht irgendwer anders an der Seite. Spaß, war ich noch nie der große Fan von, aber ohne Spaß, so ein ähnlicher Effekt hat das Ding gerade auch. Also das Ding, der Hintergrund hier. Und das ist halt echt. Alter. Ne. Ja, ich weiß nicht, das wird halt im Leben nichts mehr. Ich komme halt da ab und zu noch rein, aber wenn das wieder so ist wie Dingsy, wie das eine Mal, wo ich immer diese komischen Fee-Dinger oder was auch immer ihr darstellen sollt. Speichere ich das jetzt? Ich speichere es. Ich glaube, das soll alles ist. Okay. Wo ist mein Speicherpunkt? Sag es mir. Hier nicht. Speichern. 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 Was willst du? Hier, Kid, my medical help you again. Ja. Ist das eigentlich immer die gleiche, oder sind das da unterschiedliche? Voila. Stop your way and see her. I will not let it bother you to ignore this plan. Was ist das? Spaß, hätte ich auch noch. Unsichtbare, warum mache ich? Und ich muss wahrscheinlich jetzt jedes Mal sie triggern. Ja. Nochmal so ein Art Mini-Boss, whatsoever. Hintergrund. Was ist da? Ich muss sie jedes Mal. My magic will help you. It spawns an enemy right in your face. Okay, gut, das ist auch Pet annehmen. Aber ja. Vielleicht sollte ich mal so speichern, dass sie einfach schon da ist. Dann einfach. Meine Fraser. Master Agnata. Ach Scheiße. Oh Spaß, wie viel Hits verträgt er denn? Ja, natürlich irgendwann. Irgendwann ist halt vorbei. Hey, Hit. Irgendwann ist da unten halt nicht mehr so der krasse Safe Point, ich glaube jetzt oder so. Dann wäre jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Ohne Spaß, wie viel hält der Kollege Klares denn aus hier? Für meinen Geschmack ein bisschen sehr viel. Ohne Spaß. Stirb doch bitte einfach. Mag der Knaris nicht irgendwie einfach mal sterben? Wie viele Hits hält er aus? Ohne Spaß, wie viele? Ich meine, ich treffe ihn halt auch nicht echt nicht häufig. Das wäre gut. Ne? Wenn ich ihn halt mal ein bisschen häufiger treffen würde, dann. Oh.
Das kann ich sagen, ne? Wir, die, der Macke, Macker, Macker, Hacker, der Behinderte, sie hat wieder nicht vernünftig aufgenommen. Danke, wird aber echt Dresche. Bla bla, du bist der Rest. Stell dir vor, es ist wirklich. Okay, ja, recht. Der Boss, ne? Dieser Boss. Ah, das heißt, dieser Boss, dieses Etwas. Das, was gerade so ein bisschen nervig meinen Weg blockiert. Auch echt ein bisschen. Hard out of sync jedes Mal. Dann irgendwann kommt er halt und. Warum? 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 Na stimmt, es wäre auch viel zu einfach gewesen. Ich halt einfach mal hätte einfach nur ihn so facen. Also einfach mal einen Ding sich vor Free zu bekommen. Ach, du kannst mir doch echt mal die Kimme lutschen, kannst du mir doch mal. Du behindertes Scheißgeist-Ding. Oh, ich halte mehr aus als alle Bosse vorher. Ja, wahrscheinlich so krass nicht, aber. Plus. Das ist so behindert. Ja, ach Mann. Mal so einen kleinen Raum und dann solche da, den dicken. Ach Mann. Keine Ahnung. Was soll der Scheiß? Jetzt mal ohne Spaß. Ja, geh mir da nicht auf den Sack. Aber fucking Geist. Ja, was mache ich denn da, ey, ohne Spaß? So, da kann ich ihn halt nicht treffen. Jetzt werde ich jetzt genau da. Kommt er dann halt einmal in meine Ecke rein. Da kann ich ihn nicht treffen. So, und jetzt kommt er gleich wieder einmal in die Ecke rein. Ach, warum laufe ich denn dann in die Dinger rein? Ich weiß nicht, manchmal. Ja, keine Ahnung, mein Kopf ist halt mittlerweile auch echt. Ja. Bla, motherfucking bla. Das ist halt wieder ein Pattern, das sich relativ schnell wiederholt. Warum? Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Das ist echt ein Witz einfach. Das ist einfach ein Witz. Ein Pattern von was keine Minute lang hält. Und jedes Mal laufe ich in den gleiche Scheißkugel rein. Frage ist halt jetzt ernsthaft, wie viel der aushält. Dankeschön. Hat jetzt auch noch nicht mehr erreicht. Yay, mehr Plattform. Das Coole ist, wenn man halt die Sprünge auf die Plattform nicht schafft, fällt man halt ganz runter. Wenn das mal kann, und ist hier der Boss, ja, der ist ja dann. Okay, ich lese das jetzt einmal vor, damit ich es beim nächsten Mal nicht vorlesen muss. Now we meet for the final battle, whatever. You have made me often enough to fool. Kid. You have made me often enough to fool. Ja. If I kill you now, is my, was? If I kill you now, is my Imperium nothing away in. Also ohne Spaß, jetzt langsam aber sicher fängt es an, random englische Worte zusammenzuwürfeln einfach. If, also wenn ich töten, wenn ich dich töte, wenn ich dich jetzt töte. I kill you now. Is my Imperium nothing away in. Ohne Spaß, das sind einfach random Worte. Get ready to die, whatever. So, ich sterbe jetzt einmal, danke schön. Er macht genau den gleichen Wix-Angriff wie eben auch, wie beim ersten Mal auch.
Ich finde aber super, und das möchte ich nochmal zeigen, wie die Erde im Hintergrund schon wieder super verzerrt ist. Aber, ja, bla bla, interessiert mich jetzt nicht. So, wir speichern jetzt einfach und ich hoffe, ich denke, dass das der Endboss-Fight ist. Den and fucking Motherfucking sprechend, mache ich jetzt hier einen Cut, ohne Spaß, dieses Castle mit seinem behinderten Hintergrund hat mich fertig gemacht. Und ich mache jetzt eine Pause. Man sieht sich dann beim nächsten Mal, beim Endboss-Fight. Und wie viel habe ich jetzt aufgenommen? 1 Stunde 30, das heißt, wenn nicht wieder irgendwas gefehlt hat. 4, 6 Folgen. Heute haben wir Dienstag, was ist das? Ja, und heute haben wir Donnerstag. Donnerstag, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay. Das heißt, wenn die nächste Folge rauskommt, habe ich alle meine Klausuren geschrieben. Gut. Diese random Info noch hinten ran gesetzt. Und dann sehen wir uns jetzt wirklich beim nächsten Mal wieder beim Endboss-Fight von Iron Eyes Kill the World. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.